Und so, jetzt. Tschüss, Emo, falls du es noch siehst. Schönen Abend dir. Danke fürs Reinschauen. Grüß dich, Crispy. Du siehst aber müde aus. Da hilft kein Kaffee. Bett wäre besser. Ach, Bett. Ich finde, Schlafen ist so eine unnötige Erfindung. Das braucht doch kein Mensch. Ich will jetzt nicht schlafen. Hab zwar jetzt schon 50 Liter Kaffee getrunken, aber. Naja. Ich will jetzt spielen. Nicht schlafen, ich will spielen. Beherbergen Sie. Ach so. Ja. Spielstand gespeichert. Es dauert halt, bis die kommen, ne? Was ist das? Ah, der braucht eine Wurst, damit er sein Bedürfnis erfüllt. Was ist hier? Gründen Sie eine Hammelskammer. Eine Hammelkammer. Gründen Sie eine Hammelkammer. Starten Sie eine Handelskammer mit einem Item aus. Ja, ein Item haben wir ja schon. Eine Handelskammer. Opala. Wie? Ah, was ihr jetzt nicht sieht, da unten. Ach, da werden mir bloß ein bisschen die Mats angezeigt. Ist nicht so wichtig. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Spaß, ein bisschen Dreck. Das schadet nicht. Hält meine Lampe am Brennen, wenn vom vielen Malochen der Docht schrumpft. Der Docht? War das was Perverses? Ich habe Rammelkammer verstanden. Ich muss eine Rammelkammer gründen. Also ein Freudenhaus. So, und wie gründe ich die jetzt? Gründen Sie eine Handelskammer. Bauernarbeiter. Da. Hehe, für Böcke. Ja, für wilde Böcke. Nutzt Items, um die umliegenden Produktionen zu verbessern. Dieses Objekt kann noch ohne den Einsatz von Einfluss gebaut werden. Das ist 2500, naja. Ah, da ist die Range. Dann ist es ja gut da hinten. Also müsste ich die... Ich möchte es halt... Ja gut, dann ist die da hinten halt nicht, aber... Hier baue ich sie hin. Ja. Flip. Handelskammer. Achso, jetzt muss ich ein Item reinstopfen. Da habe ich doch was. Beeinflusst Lehmgruben, Salpeterwerke, Quarzgruben, Zementminen und Bohrtürme. Achso. Ja, das hätte mir ja vorher sagen können. Das bringt mir dann gar nichts. Ich schätze deine Hilfe. Wie überfällig sie auch sein mag. Oh, null Problemo. Okay. Ja, jetzt warten wir noch auf die Arbeiter. Das ist mein Schiff, ne? Hui. Sodele. Und nun? Wann kommen denn die Arbeiter endlich? Ja, bla bla blub blub blub. Aber wer kommt das angeht? Zu einem Imperium gehören Land und Meer. Das ist die Urs Flautenbäcker. Eigentum von Sir Archibald Blake. Ah, schau mal. Bauernarbeitskräfte, das passt. Da haben wir einen Überschuss und 80 Arbeiter. Ach so, weil die haben noch keine Jobs. Ah, wir machen aber plus 7. Weil die zahlen Steuern, ne? Okay. Okay. Aber warte mal. 10? Ja, aber... Da passen doch jetzt 20 rein. Fehlende Ware. Würstchen. Schweinezucht. Ich baue jetzt eine Schweinezucht. Die baue ich nämlich da oben hin. Da muss ich dann aber, glaube ich, nochmal ein eigenes Lagerhaus bauen. Ich glaube, das kommt dann nicht so ganz... 5. Oha. 1, 2, 3, 4. 5. Ja, wie ist es denn mit dem Lagerhaus? Moment, Bauern. Lagerhaus. Ja, das weiß man vorher nicht, oder was?
Oder warte mal. Ah nee, da kommt er da locker hin. Da kommt er da easy, kommt er ja dahin. Passt doch. Dann bauen wir jetzt auch eine Schweinerei. Wie heißt das? Metzgerei. Die würde ich jetzt einfach hier setzen. Wie rum? Ist wurscht. Gespeichert. Zack. Oh. Was braucht die? Blaupausenmodus. 4 Holz haben wir doch. Ach, 5 Ziegel. Kriegen wir irgendwoher noch Ziegel? Holz. Ziegel, Holz. Was ist das? Ah, Lehm, okay. Haben wir noch irgendwo... Ah, da haben wir doch. Ram, pam, 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 pam. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir ein bisschen was. Also immer auf der Karte ein bisschen suchen, das hilft wohl. So, Momentle. Holz, Holz. Und, ah ja, hier. Pam, 5. Dann können wir doch das jetzt bauen, oder? Ja, patz. Ich glaube, der Hund hat Bedürfnisse. Oder spinnt er nur? Spinnt der Bubi? Spinnt der Bubi? So, na? Das dauert aber lang. Da. Holz. Ziehen da erst mehr ein, wenn die die Wurst haben? Wahrscheinlich, oder? Fehlende Waren. Ja, warte doch mal, die Sau kommt doch. Die Sau ist in Arbeit. Was? Die musst du suchen. Das ist schon mal schwarz-weiße Schweinlis und rosa Schweinlis. Und die schweinen hier rum. Das ist ja wunderbar. Und da werden sie. Da werden sie abgeschweint. Ja, und dann kommen, glaube ich, auch die Arbeiter. Was haben wir noch? Ziegelsteine. Ich habe doch hier eine Lehmgrube. Lehmgrube. Da schau her, guck mal. Pam. Baue ich hier noch einen. Hier könnte ich auch bessere Wege bauen, aber gut, die kosten wieder von dem. Von dem Dingens. Oh. Oh, das mache ich jetzt einfach so. Aber das kommt ja dann nicht hin, ne? Nee. Scheiße, da muss ich ein eigenes Lagerhaus da hinten bauen. Nee. Dann baue ich das gleich hier. Wie rum? So rum. Nee. So rum. Pam. Was ist hier? Nicht genug. Oh, es braucht noch Bauern. Bauernhaus. So. Dann kommt hier wieder ein bisschen... Apfelbaum, Brunnen, großer Baum. Ein paar Bäume hin. So. Kriegen die jetzt ihr. Was ist das hier? Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Achso, die brauchen noch Arbeitskräfte. Okay. Ja, aber die kommen ja. Die kümmert ja. Das war eine dramatische Musik. Ja, da laufen noch so viele rum. Überall. 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 Bam, 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 bam. So. Haben wir jetzt noch irgendwo... Ah. Was gibt's hier? Ah, Zink. Was? Zink. Und hier sind der Buffel.
Aber sonst haben wir hier auf der Seite alles. Ah, ne, haben wir nicht. Abschlawinert. So, Arbeiter. Oh, fett Minus, ne? Aber wir haben jetzt wieder Plus-Arbeitskräfte. Und wieso, hä? Wartungen. Pausieren Sie die Produktion, um Kosten und Arbeitskräfte zu sparen. Spielstand gespeichert. Ich glaube, die werden doch dann wohl kommen. So, wo ist jetzt? Da. Ziegelsteine, nice. Aha, jetzt geht's los. Jetzt ziehen sie ein. Jetzt haben sie die Wurst, jetzt ziehen sie ein. Geil. Ach so, und da arbeiten Arbeiter drin, ne? Ja. Okay. Wie, wo der ist? Ja, der steht da auch irgendwo rum. So, jetzt wird mal das Holz. Holz. So. Ja, wunderbar. Haben wir jetzt da drüben auch noch? Da. Da. Und da. Und da. Und hier. Und sonst nicht, ne? Ne. Muss aufpassen, jetzt habe ich dann zu viel Holz, ne? Jetzt sind das Maximum 75. Oh, Ziegelstein. Okay. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Super geil. Super geil. Schau mal, da kann ich mir auch noch Hotkeys machen für. Warte mal, hier ist Bahnhaus. Feldweg. Es wird eine lange Reise. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Ah, schau mal, die sind aber sehr glücklich. Können Feste in der Stadt veranstalten. So. Ja, jetzt müssen wir warten, bis die Arbeiter kommen, ne? Ah, Wurst, Grundbedürfnis. Ah, die haben jetzt schon Grundbedürfnis, dass die auf 20 gehen und das sind dann die nächsten. Okay. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Die Wurst. Boah, ist das warm. In einem Büro zwei PCs laufen, dann wird es recht kuschelig. Zwei PCs, drei Monitore, nein, vier. Licht. Puh. Puh. Benachrichtigung. Ja gut, das ist Wurst. Das ist Wurst. Können wir noch irgendwas Lustiges bauen? Was haben wir denn da eigentlich hier? Oh, Bretter. Fisch. Verfügbar 49, reserviert haben wir nichts. Linksklick handeln. Entwicklung nimmt zu. Moment, was ist das hier? Handelslimit kann ich dann festlegen. Okay. Das ist ja cool. Was ist das hier? Status. Trefferpunkte. Ah. Trefferpunkte. Lustig, so oldschool. Jetzt beschwert sich der andere und auch noch. Aber wir haben 38 Arbeiter plus. Aber wir brauchen auch sonst Schnappes. Wir hatten der Schnappes, Mann. Das sieht man nicht, was der. Doch, Kartoffeln. Ah, Lager 4 von 6. Ja, okay, dann ist er sowieso fast voll. Im Insellager sind 0 Kartoffeln. Also der bringt er direkt hin. Ich weiß nicht, ob wir einen Kartoffelüberschuss brauchen. Ist halt die Frage, ob die mit den Kartoffeln auch sowas anders machen. Sir Archibald Black hat einen Handel in Kürbissingen abgeschlossen. Krass. Was hat er denn gemacht? Waren werden bis zum festgelegten Limit verkauft und gekauft. Kaufen.
Verkaufen. Ah, warte mal. Bis zum... Und wie kann ich das wieder wegmachen? Ah, jetzt hat... Ach so. Ah, jetzt warte mal. Kauf, verkaufen. Wir machen ein Limit von... Ach so. Warte mal, bis wir 40. Bis zum Limit von 40 verkaufen wir den Fisch. Und Holz verkaufen wir bis zu einem Limit von 50. Mhm. Klamotten können wir bis zum Limit von 20 verkaufen. Oder machen 25. So. Dann verkaufen wir nämlich ein bisschen was. Wieso sagt einem das keiner? So ein bisschen Kohle verdienen. Nicht nur von den Steuern leben, sondern auch hier ein bisschen Asche ranbringen. Können wir die denn auch linksklick handeln? Versteht man nicht, wie viel es wert ist, gell? Ist ausgebrochen. Oh ne, ein Feuer. Oh, es brennt lichterloh. Alles ist verbrannt. It burns lichterloh. Lichterloh brennt. It burns lichterloh. Lichterloh brennt. It burns. The city burns. Wo ist er jetzt? Mein Gott, weil du nicht noch länger brauchen kannst mit deinem Kackding. Oh, die Fischpastete. Alles wird zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst. Wie episch ist denn der Typ? Ein Handel. Ah ja, guck, jetzt spritzen sie da rum. Da müsste es doch... Oh nein, jetzt brennt auch noch der Marktplatz. Oh, das ist aber nicht gut. Vielleicht ist es sinnvoll, zwei Feuerwachen zu haben. Gleich mal hier noch eine bauen. Weil, schau, wie, oh, wie schnell es übergreift, ne? Oh, oh. Oh, gerettet. Aber die sind nicht so glücklich. Zwischenfall in der Umgebung. Ah, das stresst die. Ja gut, das ist ja klar. Das ist ja klar. Du würdest dich beschweren, Bubi. Was? Das ganze Wochenende nur am Trinken. Inferno. Da brennt's auch noch. Hopp, hopp. Was ist da? Die müssen jetzt aufpumpen. Ach du Scheiße. Hier, nein, nicht noch mehr Feuertalon. Ich brauche Wasser. Grüß dich. Grüß dich. Oh, die sind aber ganz schön lahm, ey. Kein Wunder, dass das damals so zuging, wenn die alle so lahm waren. Was ist denn? Da, da, da. Oh, schau da, hier der Archibald, der handelt gut. So dramatisch, ey. Oh, Talon, hast du eigentlich, wir hatten am, wann war es, am Donnerstag im Stream, wo wir USA Review gemacht haben, sozusagen, da hatte ich auch Bilder von Autos gezeigt, weil wir in Old Town waren und es sind immer so ältere Autos und auch modernere Muscle Cars gefahren. Da habe ich auch kleinere Videos gezeigt, falls du es nicht gesehen hast. Weil du bist doch autoaffin, oder nicht? Nee, die hatte ich nicht mehr gesehen. Kannst du mal gucken, da waren echt geile Schlitten dabei. So, jetzt haben wir das Feuer gelöscht. Yes. Gut, Arbeiter. Schuften, schlafen, schuften. Jeden Tag dasselbe. Ja, das kenne ich. Gleich mal ins VOD schauen. Ich kann dir aber jetzt leider nicht sagen, an welcher Stelle. Ne, musst halt durchscrubben oder wie man das nennt. Aber da hatten wir ein paar Bilderchen und... Ich glaube zwei Videos oder eins, ein oder zwei Videos. Werd's finden, ja, das, davon gehe ich aus. Boah, es ist hier warm, ey. Wenn ich mir da noch einen PC oder einen Gaming-Laptop hinstelle, dann wird's glaube ich noch wärmer.
Hier ist Sauna drin. Oh, eine Klimaanlage. So. Oh, was? Ich will ins Puppentheater. Muss labern die. So, ach, jetzt ist die Müdigkeit aber wieder ein bisschen weg. Da bin ich ganz froh. Weil vorhin habe ich gedacht, ich schlafe gleich instant ein. Aber guck mal, wie es Geldflöten geht. Was ist jetzt? Das ist ganz schön... Aber wir können hier auch mal upgraden. Einwohneraufstieg. Weil wir haben sowieso zu wenig. 29, ja. Passt doch. Dann bamsen wir da zweimal rein und dann haben wir die schöneren Häusers. Gaming-Laptop aka Standheizung. Ja, irgendwie schon. Obwohl es ja auch welche gibt, die echt, wie zum Beispiel, wenn du jetzt schaust, die Asus Rock-Dinger, die Strix, oder wie die heißen. Sind es die Strix? Weiß ich nicht. Zephyrus? Was weiß ich. Die haben ganz coole Lösungen für die Hitze. Und die werden auch nicht so heiß. Also die brennen dir nicht alles weg. Die werden zwar schon warm, aber es geht. Die sind echt cool, aber sauteuer. Ja, ich bin gerade echt hart am Überlegen. Klar, ich habe hier einen Gaming-PC, aber... Weiß nicht, ich würde auch mal so gerne im Wohnzimmer ein bisschen eine Runde datteln, so privat, weil ich hätte noch so viele Spiele, die ich einfach so als privat spielen möchte. Und dann möchte ich mich nicht immer hier ins Büro hocken, sondern auch einfach mal im Wohnzimmer easy sitzen. Und beruflich bin ich auch manchmal unterwegs, dann kann ich es auch mitnehmen. Also wäre schon vielleicht sinnvoll. Ich weiß es nicht, ich bin echt unentschlossen. Wenn man so eine coole Runde Planet Coaster privat wäre schon ganz geil. Aber ja gut, was heißt brauchen, ne? Brauchen tut mir eigentlich nichts. Nichts so wirklich. Das Geld könnte man sich auch sparen, auf die Seite legen und nächstes Jahr dafür in den USA-Urlaub fahren. Wenn man es so sieht. Ja, man hat es nicht einfach. Ja, kommt jetzt, die Meldung bräuchte ich eigentlich nicht die ganze Zeit. Dass der da handelt, weil es ist, ich finde es wunderschön, dass er handelt, aber muss ich jetzt nicht dringend haben, die Meldung. Was ist jetzt mit dem Arbeitern Grotze fix? Wie lange dauert das denn? Wieso denn 13? Wieso ist das jetzt standardmäßig 13? Bedürfnis nicht gefragt. Ja, dann kann ich ja auch nichts dagegen machen, oder? Oder ziehen da erst... Ah, warte mal. Ein volles Wohnhaus kann zur nächsten Stufe erfüllen Sie die Grundbedürfnisse für mehr Einwohner. Ach so. Ah, da muss ich jetzt noch mehr von den Häusern bauen, weil mit dem Stand nur 13 einziehen, oder was? Ah, was für eine Scheiße. Das ist ja Schmu. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, jetzt Moment. Bahnhaus. So. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Geil. Geil. In Kübissingen läuft's. Lagern Sie Segel. Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Halt dein Maul, halt dein Maul. Halt dein Maul! Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Aber die ist schon, ne? Die ist schon... Hallöge. Aber leider ist die im Spiel meine Schwester. Schade, sonst hätte ich jetzt gesagt, Hallöge. Wieso leuchtet der jetzt? Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren. Können wir ihn nicht... Hier, wir haben eine Kanone. Können wir ihn jetzt nicht einfach bombardieren? Der kleine Facker. Der kleine Facker. Segeltuch. Okay, wie kriegen wir Segeltuch? Ah. Segel, da brauchen wir erst Schäferei. Ja, wie schaut's denn aus, Schäfereimäßig? Wo habe ich denn hier so ein Lagerhaus? Da. Schaf. Wolle. Schaut aber aus wie Bindfaden. Gut, wir müssen noch ein Schafding bauen. Wieso kann ich das eigentlich nicht pimpen?
Nee, irgendwie nicht. Schade, da muss ich noch eine Schäferei bauen. Wo bauen wir die denn hin? Hier unten wäre auch noch Platz. Geht es bis zum... hier geht's. Ja, dann baue ich die doch hier hin. Zip. Und drei von denen. 1, 2, 3. Schäferei. So, und dann Segel. Was brauche ich dafür? Ja, langt aber gerade so, gell? Eine Segelei. Eine Segelei. Ah, schau, der kommt bis dahinter. Dann bauen wir die Segelei, dass es so gut ausschaut. Nein, nicht hier. Kommt der vorne noch hin? Jawohl, dann bauen wir hier. Ja. Dann bauen wir Segel. Unnötig Segel. Arbeiter, schaut gut aus. So wie ich. Sorry. Oh, ich hätte jetzt doch so gern Urlaub. Aber wie gesagt, es sind ja nur noch 2 Tage, dann sind das schon wieder 4 Tage frei. Obwohl es blöd ist, weil am Dienstag muss ich beruflich weg. Bis inklusive Donnerstag. Sprich, wir werden nächste Woche Dienstag und Donnerstag nicht streamen. Donnerstag, nee, bis ich daheim bin, ist auch spät. Ist, glaube ich, 9:30. Dann werde ich einen Hunger haben, dann ist... Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Dann machen wir das nächste Woche Freitag. Aber die Woche ist ja noch lang. Der Woche können wir ja noch saftig streamen. Und sind ja nur 3 Tage, wo ich weg bin. Deswegen. Nicht so wild. Bam, bam. Was steht hier? Fire Station. Aha. Sexy. Oh, ich liebe das Spiel, ne? Also im Gegenteil zu Tropico ist es schon der Hammer. Die Mia und ich, wir haben uns noch unterhalten. Wann war das? Vorgestern? Ja. Dass Tropico für uns zwei ein bisschen enttäuschend ist. Wir fanden die Vorgänger viel geiler und das Sechser finden wir so... Weil es immer so undurchsichtig ist mit der Wirtschaft und dem ganzen Scheiß. Das hat uns ein bisschen gestresst. Deswegen, ich spiele es schon noch weiter, aber wenn es weiterhin so ätzend bleibt, dann werde ich es wohl nicht durchspielen. Obwohl ich Tropico liebe, aber der Teil bis jetzt, ne. Tropico war noch nie meins, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie gesagt, es gibt viele, die sagen, nee, Tropico ist nicht meins, aber ich fand jetzt Teile 1 bis 5 haben mir immer hammermäßig Spaß gemacht, aber der Teil 6 bis jetzt ist... flasht mich jetzt noch nicht so. Ich hoffe, das kommt noch. Ist echt schade. Aber gut, wenn man andauernd irgendwie ein neues Entwicklerstudio dran lässt, ist halt auch scheiße. Sollte mal ein bisschen konsequent sein. Und was mir noch eingefallen ist, ich könnte den Gaming-PC auch als Streaming-Rechner benutzen. Ich habe jetzt nur einen Rechner, einen dicken. Aber manchmal ist es halt hart an der Grenze, ne? Deswegen, den bräuchte ich dann bloß anstöpseln, Paps, als Streaming-Station nehmen und fertig. Das wäre auch schon geil. Aber das ist so 1500 Euro, gell? Und da wäre ich ja noch günstig dabei mit 1500. Oh, was war das? Was ist das? Einfluss. Gewinnen Sie an Einfluss, indem Sie Ihre Gesamtbevölkerung vergrößern und Investoren als Einwohner beherbergen. Einfluss der Bevölkerung 10, von Investoren 0. Okay, für Einzelheiten klicken. Oha! Aha! Ah, da kann ich dann irgendwie irgendwas machen. Okay. 1500 reicht doch locker. Ja, eigentlich habe ich gedacht, 1000 habe ich so gesehen, ja, 1500, da wird es schon richtig krasse Dinger kriegen. Gut, für 1000 eigentlich auch. Also ich will ja auf dem Gaming-Laptop kein... Was ist denn aktuell der... Ich weiß gar nicht, was ist denn aktuell der schlimmste Hardware-Fresser, wenn es um Spiele geht? Sonst hat man immer gesagt, war immer Witcher eine Referenz. Ich weiß gar nicht, was aktuell da als Referenz gilt. Weil sowas, richtig krasse Sachen, die würde ich ja dann hier auf dem PC spielen. Oder auf der Xbox One X. Da haben wir eigentlich auch noch sau viele Spiele, die wir spielen wollten.
Metro. Das neueste Metro? Okay, ja, kann sein, ne? Das kann sein. Gut, das würde ich aber sowieso nicht spielen wollen. Weil da wird mir ja so ein bisschen schlecht bei Shootern. Leider inzwischen. Ich bin einfach zu alt. Spielstand gespeichert. Aha. So, und hier ist der Segelboy. Ah, wie nett das alles gemacht ist. Weil wenn du bei Tropico so weit reinzoomst, dann schauen die Figuren aus wie Scheiße. So dreieckige Leute sind es. Und hier ist es echt so voll krass mit Detail. Richtig schön. Kein Plan, als Switch-Gamer sind einem Benchmarks E-Latte. Hihihi. Ja, das stimmt. Ich liebe Anno so sehr. Anno ist wirklich der Hammer. Auch wenn ich Ubisoft wirklich nicht mag. Aber Anno ist schon super. Gut, Ubisoft ist aber auch bloß der Publisher, ne? Ist ja auch von Blue Byte. Die können das ja. Und das Lustige ist, ich hatte doch die Switch in den USA dabei. Wir haben sie kein einziges Mal benutzt. Ich habe sie wirklich kein einziges Mal benutzt, weil ich war abends immer so platt. Dann habe ich ihn nur noch ins Bett gelegt und noch irgendwie einen Stream angeguckt und dann geschlafen. Ich glaube, die ersten Tage sind wir um 9 oder 10 sind wir schon eingepennt. Vielleicht auch wegen Chatlag, aber ich weiß nicht. Aber die Switch echt wirklich nicht viel in der Hand gehabt. Ich mochte die Ubisoft auch nicht, aber um mal ehrlich zu sein, ich finde, die machen gerade sehr viel richtig. Zum Glück. Das müssen sie auch, weil was ich halt hasse, die sollen endlich mal aufhören mit dem 50-fachen Kopierschutz, diesem Bullshit. Das macht einfach keinen Sinn. Das verzögert es nur ein bisschen, bis die Leute das cracken. Aber richtig viel bringt es nicht, außer dass es mir meine CPU frisst. Aber sonst, du hast vollkommen recht, so mit... Oh, Segeltuch können wir liefern. Mit... was? Auch mit Assassin's Creed. Seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet. Nein, Mann. Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Aha. Weil seit dem Fiasko mit Assassin's Creed Unity, das mir am Bugfest war, haben sie es endlich kapiert, dass es nichts bringt, wenn man jedes Jahr ein Assassin's Creed rausballert. Rainbow Six ist top, das stimmt. Ist zwar nicht mein Ding, aber es stimmt. Uplay läuft soweit auch ganz gut. Das war schon viel schlimmer, ja. Das stimmt. Die haben sich wirklich gebessert. Das freut mich auch, aber die haben so viel schlecht gemacht, dass ich immer noch wirklich überhaupt kein Ubisoft-Fan bin. Früher fand ich die auch gut, aber die haben dann so viel Scheiße gemacht. Besonders mit diesem, wie gesagt, der Kopierschutz. Da habe ich dann gesagt, jetzt reicht's. Das ist so ein Schmarrn. Weil ich kaufe mir die Dinger ja sowieso. Dieses blöde Raubkopieren immer. Was soll der Scheiß? So, nehmen Sie ein Schiff und retten Sie die Gruppe von Schiffbrüchigen aus dem Wrack des Gefangenentransports. Oh, okay. So, pup, pup, pup. Ist es weit weg? Ne, ist ja gleich ums Eck. Ja. Das ist ja gleich ums Eck. Bam, 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 bam. Was esse ich jetzt? Ich könnte die ganze Zeit fressen, ne? Seit ich in den USA war, könnte ich die ganze Zeit fressen. Unglaublich. Und das Schlimme ist, bei mir macht sich der Chatlag nicht bemerkbar, indem ich nachts nicht einschlafen kann, sondern der Chatlag macht sich bemerkbar, indem ich um 12 Uhr nachts einen Schweinehunger habe. Weil dann wäre es halt 6, beziehungsweise vor der Zeitumstellung 7 in den USA und da gab es immer Abendessen. Also sind wir immer essen gegangen. Und deswegen habe ich dann um 12 Uhr plötzlich so einen Hunger jedes Mal. Echt unangenehm. Und da liege ich im Bett und denke mir, boah, fuck, ich würde jetzt so gern was essen. Naja, und dann schlafe ich immer hungrig ein. Obwohl es Quatsch ist, weil ich brauche um 12 Uhr nichts mehr essen. Bergen. Gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit. Was? Wer bist denn du? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Ja. Der Mann ist ein Betrüger. Ja, weiß ich doch. Und jetzt? Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Oh, mach ihn auf. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth.
Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Also, entweder bringt sie Edwards politische Gefangene zu Eli Bigworth. Er birgt ein Geheimnis. Halt den Mund jetzt. Oder öffnen Sie das versiegelte Dokument auf Ihrem Schiff. Ja, so sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Ja, aber er ist nicht unehrenhaft, oder was? Scheiß drauf. Mach das jetzt auf. Pam, sehr verehrter Direktor Bleakworth. Mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Serling, Gebrauch unflätiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit wegen unflätiger Sprache. Achso, das hat der Edward verordnet. Aha, was für ein Arschloch. Veritas Herzgut, Identitätserschleichung, Verbannung zu den Antipoden. Elias Nobel, Verfassen von Drohbriefen, lebenslange Haft. Honora Honet, Rufmord, lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an, jedweder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. What the fuck? Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können. Wenngleich ich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern, war ich der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für Sie als einem Kollegen der rechtsprechenden Zunft von Interesse sein könnten. Hochachtungsvoll, Edward Arschloch. Sieh nur. Das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Tja. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Nein, wir müssen ihm einfach nur mit Basie über den Schädel ziehen. Wo ist denn das Problem, Kruzifix? Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. 16 Jahre wegen unflätiger Sprache. Ja, fuck me, Rip. Ja, voll. Jetzt hättest schon 16 Jahre gekriegt. Also ich weiß nicht, im Jahr 1800, schieß mich tot, da war das doch gang und gäbe, dass man die Leute einfach erschlägt. Was ist denn das Problem? Soll er halt hingehen und ihm eins über den Schädel ziehen? Dann hat sich doch das ganze Problem erledigt, ich verstehe das nicht. Was, bringen Sie Edwards politische Gefangene zu Sir Archibald Blake? Ja, da bringen wir die hin. Zack. Also fahre ich jetzt hier hin, ne? Wo wohne ich? Hier. Wie läuft's in meiner City? Oh, ich mache immer noch Minus. Warum? Oh, was ist das jetzt? Bin es ich? Nein. Warte mal, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Wir könnten auch ein bisschen Lehm verkaufen. Nämlich bis auf 50 runter. Und